Qualität, ja, also was die da machen und wie sie das versuchen zu verkaufen und gruselig. Siri hat ja eine eingeschränkte Auswahl von Ländern und das haben sie jetzt auch nochmal offiziell gesagt. Warum? Offensichtlich, weil Angelina Jolie einen komischen Namen hat. Ja, unter anderem. Also es ist halt wirklich lustig, wenn man die Siri-Fernbedienung und halt das iPhone nebeneinander hält und spricht zu beiden dasselbe, was ein Inhalt, ein Fernseh- oder Videospielfilm-Inhalt ist oder ein Schauspielername, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Apple TV das versteht, einfach enorm hoch. Und dass es Siri auf dem iPhone versteht, ist ziemlich schlecht. Zumindest bei mir, ich gerate weiterhin rein. Also Angelina Jolie ist auch. Also ich meine, bei mir ist nach wie vor. Also wenn ich beide nebeneinander halt, Apple TV versteht es sofort, zeigt sofort Angelina Jolie an. Und iOS 9 auf dem iPhone zeigt einfach irgendwie Angelina Juli und alle möglichen Variationen. Und Walking Dead bleibt halt mein persönlicher Klassiker, weil auf dem Apple TV ist halt gut, auf dem iPhone bleibt es einfach der laufende Vater, der da am Schluss bei rauskommt. Es ist nicht besser geworden, was das angeht auf dem iPhone. Ich frage mich halt, wann können sie überhaupt, dadurch, dass natürlich der Siri auf dem Apple TV eben so fokussiert ist, macht das natürlich auch vermutlich die Erkennung deutlich einfacher. Ja, weil ich suche halt nicht den laufenden Vater, wenn ich Walking Dead suche, sondern ich suche halt Zombies, die sich durch die Gegend bewegen. Und auf dem Apple TV ist es einfach offensichtlich, dass ich die suche. Aber auf dem iPhone könnte ich ja auch den laufenden Vater suchen. Also ja, oder alles klar, ich erinnere dich im Juli an Angelina. Ja, eben. Es kann ja alles sein, was du deinem iPhone erzählst. Aber dem Apple TV, dem wirst du sehr wahrscheinlich so spezifische Anweisungen geben, dass es sich immer um irgendwas mit Schauspielern, Spielfilmnamen und so weiter handelt. Dann macht es natürlich deutlich einfacher. Dann ist wahrscheinlich auch klar, wieso die Musik fehlt, ja, weil eben das nochmal ein neuer Katalog an Eigennamen ist, wo du halt auch nochmal irgendwelche, sehr viele Eigennamen von Bands und von Titeln hast, die du nicht mit der normalen, unbearbeiteten Siri irgendwie finden könntest. Aber ich muss schon auch sagen, die Chance, dass du auf dem iPhone nach einem Musiktitel suchst und für Apple Music und im Zusammenhang mit dem Keyword Play oder Spiel mir mal vor, ist ja schon auch recht hoch, dass das ja da passiert. Klar, die müssen zusammengeführt werden. Also da geht, glaube ich, kein Weg drum rum. Ich glaube, das ist so ein schön, wenn ich dich unterbrochen habe, aber ich glaube, das ist so ein Step dorthin, dass du jetzt die Schauspielernamen, Filmnamen, Regisseure etc. für den Apple TV vielleicht vorbereitest, aber ich kann mir gut vorstellen, die werden dann auch unter Siri iOS wandern. Also sicherlich nicht für die eine Plattform exklusiv entwickelt. Ich glaube, es ist auch jetzt schon so, wenn du Siri auf dem iPhone mehr Kontext gibt, nämlich so irgendwie Suche im iTunes Store nach The Walking Dead, dann ist die Chance auch höher, dass das richtig verstanden wird, weil da scheint er auch schon diese Einschränkung vorzunehmen und sich nicht mehr. Aber wenn du sozusagen das System einfach nur mit dem Begriff konfrontierst, was, wenn man so will, in einer gewissen Form natürlich ungerecht ist, ist diese Unterscheidung natürlich so extrem. Also der Unterschied in der Erkennung so extrem, aber auf der anderen Seite natürlich eben auch logisch, weil halt auf dem Apple TV es entsprechend schon so klar eingeschränkt ist, dass eben, du suchst halt einfach nach einem Inhalt, der sehr klar umrissen ist aus einem Katalog. Ist immer noch komplex natürlich, das dann in die verschiedenen Sprachen und es variiert ja nicht nur von, ich meine, die Aussprache variiert ja, aber gerade bei Schauspielernamen in einer anderen Sprache variiert ja die Aussprache variiert ja praktisch von Person zu Person, kannst du sagen. Also ich meine, ich möchte nicht wissen, was die für Samples im Moment bei Siri reinbekommen, was die Leute da über Apple TV suchen. Also ich meine, das wird ziemlich lustig sein, wenn sich das irgendeiner mal anhört, der da sitzt und das verbessern muss, der wird schon auch mal lachen zwischendurch. Also das habe ich irgendwo mal gelesen, dass es wohl Farmen von Leuten geben muss, die sich da diese Samples von Spracherkennungssystemen durchhören müssen und dann halt nochmal beurteilen müssen, hat es das richtig erkannt oder nicht? Ja. Und dann halt nochmal korrigieren müssen. Aber auch jetzt, wenn es um deutsche Schauspielernamen oder deutsche Filmtitel gibt, also gut, von Til Schweiger gibt es nach wie vor in keinem Land gute Filme, aber auch so die Aussprache zwischen Norddeutschland, Süddeutschland, Österreich und Schweiz ist
alle Viere sind sehr unterschiedlich. Ja. Ja? Also selbst, also könnte man auch behaupten, kann man auch Österreich direkt mitnehmen, ja, weil das nicht mehr so weit weg ist von Süddeutschland, wenn du es vergleichst mit Norddeutschland, Ostdeutschland. Also ja, ich weiß es nicht, ob man es über so eine Landesgrenze da abtrennen kann, aber wir wissen auch, Österreich, Schweiz ist halt so zweite bis dritte Reihe, was die Priorität bei Apple angeht. Die Landesgrenze macht es natürlich einfacher, es abzutrennen. Ich meine, wir haben ja keinen Apple Store Bayern und keinen App Store irgendwie Nordrhein-Westfalen oder so, sodass du irgendwie sagen könntest, ja gut, dann lassen wir halt die Bayern raus, weil die sprechen komisch und dann versteht man nichts. Die Möglichkeit gibt es ja nicht, aber die Österreicher kannst du halt einfach ausklammern, weil sie haben halt ihren eigenen App Store und Schweiz halt selber. Und das wird sicher bald kommen. Ich denke schon, dass Apple da auch recht durchaus auch ein Interesse daran hat, diese Sprachunterstützung für die verschiedenen Regionen und Länder möglichst bald nachzuliefern, gerade weil sie ja sowieso schon vorhanden sind oder weil jetzt in dem Fall zumindest die Schweiz ist natürlich nochmal komplexer. Aber weil jetzt. Ja. Ich frage mich ja manchmal, ob bei Apple wirklich alle Beteiligten wissen, dass die Schweiz mehrsprachig ist, dass das Konzept mehrsprachiges Land, ob das wirklich überall angekommen ist. Weil ich bin mir nicht sicher. In Amerika müsste es eigentlich ankommen, mit dem Spanischen. Und wollte ich auch gerade sagen. In Kanada, ja, weißt du, das ist nicht so weit weg. Die sprechen eine ganz andere Sprache. Das, ja, das aber zumindest aus US-Perspektive. Ja, also ich meine, ich weiß nicht, ob in Amerika Kanadisch irgendwie als Englisch gilt. Und die Kanadier sprechen ja auch noch mehr als Englisch, also insofern. Nee, und die Sache mit dem Eishockey, die sind sowieso. Das ist alles sehr verwirrend. Ja, also ich meine, das ist schon eine komplexe Kiste, die es da zu lösen gilt. Und auf der anderen Seite ist ja, oder jetzt für mich würde ich sagen, funktioniert Siri auf dem Apple TV ziemlich, ziemlich gut. Also die Erfahrung mit Siri auf dem Apple TV ist nochmal deutlich besser als die Erfahrung mit Siri auf dem iPhone. Und hast du auf Deutsch gemacht? Eben überdurchschnittlich jetzt nur auf Deutsch eigentlich benutzt, ja. Mhm. Also ich gehe mal von mir aus, ich weiß nicht, wie es mit euch ist, aber ich habe mein iPhone zumindest meistens auf Englisch gestellt, weil es einfach weniger Schmerzen macht mit kaputten deutschen Übersetzungen. Mhm. Und so bei Twitter gefällt mir Angaben statt Like, ja. Also. Ja, Folgeantrag stellen. Ich meine, Deutsch ist halt eine bürokratische Sprache. Das ist halt so eine Comedy-Sprache, was das Computer angeht. Deswegen habe ich mein iPhone auf Englisch. Vielleicht viele Hörer auch. Aber ich habe jetzt durch die Logfiles einmal kurz durchgeguckt und da waren halt nur 5% der Apple TVs, die auf Bits und so zugegriffen haben, auf Englisch gestellt. Weil natürlich du angehalten wirst, den Apple TV auf Deutsch zu stellen, damit du die deutsche Siri verwenden kannst. Ja. Das war so ein bisschen krumm. Ich meine, du hattest doch irgendwie mal erzählt, wie man das System überlistet und so. Und ich habe es, glaube ich, auch hinbekommen. Also ich habe jetzt einen deutschen Login im App Store Account dort. Aber wenn du die Region verstellst, habe ich englischsprachige Siri. Ich habe es nicht genau nachvollzogen, wie es gelaufen ist. Aber es ist jetzt so, dass ich Englisch fragen kann und trotzdem den deutschen App Store zugreifen kann, etc. Ja, also es ist nicht so vorgesehen und